If you have friends in glory land. So mal, Jungrüde zeigen, dann geht da Jungrüde. Da. So. Guck mal. So, Hund scheint Passion zu kriegen, er kommt ins Blut. Dann schauen wir mal, wie es geht hier später mal, gell? Ob er genauso gut zieht. Auf jeden Fall, hier ist es ein sehr schöner, braver Hund. Er macht sich sehr gut. Gucken wir den gleich mal aus der Nähe an. So, gucken wir uns den mal aus der Nähe an, mal sehen, ob ich den auch richtig drauf kriege. Von der Fehlqualität, komm, bleib mal schön ganz ruhig stehen, der ist ja ganz nicht so fein. Gut, das sieht man also, Fehlqualität. Der Hund, ganz interessant, hat am Anfang sehr keine Angst gehabt, war nur vorsichtig und er überwindet eigentlich seine Ängste, was sehr gut ist. Das heißt also, ein absoluter Stand-by-Hund, der guckt hier und wenn er keine negativen Erlebnisse hat, wird er immer besser. Das sind die Eigenschaften von einem GTH. Das ist ganz wichtig, dass ein Hund ganz vorsichtig am Anfang ist, ein GTH, und dann immer härter wird. GTH sind wie flüssiges Glas. Man kann sie einfach bearbeiten und dann härten sie immer weiter aus, bis da sie extreme hart sind hier. Wie Diamanten dann, gell? Ha, da ist ein anderer gewesen, Diamant. So, will man nochmal probieren? Komm her. Opa. So, fein. Das war's schon. So, ihr wisst Bescheid jetzt.